Das Jahr 2022 neigt sich langsam dem Ende zu, in dem aber auch bei den Sims eine Menge passiert ist. Was genau in diesem Jahr so los war, will ich in diesem simlischen Jahresrückblick zusammenfassen. Das Jahr begann im Januar mit der Ankündigung ein paar neuer Inhalte für die Sims 4. So gab es mal wieder eine neue Roadmap für die kommenden Inhalte der nächsten 3 Monate. Hier dabei war ebenfalls das Meine Hochzeitsgeschichten-Gameplay-Pack. Viele Simmer aus der Community waren sich total unsicher, wie ein Pack rund um die Hochzeiten aussehen sollte. Auch meine Prognose zum 11. Gameplay-Pack war im Nachhinein betrachtet nicht ganz richtig. Im Januar wurde ebenfalls das kommende Pronomen-Update offiziell vorgestellt, welches erstmal nur im englischen Raum veröffentlicht werden sollte. Leider gibt es dieses heute noch nicht bei deutschsprachigen Spielern im Spiel. Als erstes Pack in diesem Jahr, im Februar, konnten wir uns über das Karneval Streetwear Set freuen, welches vom Stil leider nicht meinen persönlichen Geschmack getroffen hat. Wenn ihr auf extrem bunte und ausgefallene Klamotten steht, die perfekt zum brasilianischen Karneval passen, sollte euch dieses Pack aber trotzdem nicht enttäuschen. Nur eine Woche später aber dann die deutlich spannendere Ankündigung. Meine Hochzeitsgeschichten wurde erstmalig vorgestellt. Das natürlich nicht ohne einen vorherigen Leak auskommende Gameplay-Pack brachte die neue Welt Tartosa, neues Hochzeitsgameplay, langsame Tänze und neue passende gesellschaftliche Ereignisse. Die riesige Kontroverse bei der Veröffentlichung um dieses Pack war allerdings weniger die mit dem Update neu veröffentlichten Farben für die Basisspielbrautkleider, die eher zu kleineren Lachern geführt haben, sondern die Nichtveröffentlichung dieses Inhalts in Russland und der katastrophale Zustand zur Veröffentlichung. Keines der Hauptfeatures hat fehlerfrei funktioniert. Die Funktion, Sims gemeinsam eine bestimmte Aktion ausführen zu lassen, bewirkte nichts. Und selbst im Entwicklerstream wollten die Sims nicht das tun, was sie sollten. Neben einer Handvoll neuer Tattoos konnten wir uns im März noch über das maximalistische Wohnstil-Set mit knallig bunten Möbeln freuen. Insgesamt 23 neue Objekte waren hier enthalten. Viel spannender war aber wohl das große Update für die schon im Jahr zuvor eingeführten Nachbarschaftsgeschichten, welche nun pro Nachbarschaft und Haushalt individuell gesteuert werden konnten. So war es mit diesem Update ebenfalls möglich zu definieren, was die einzelnen Sims in den Welten von alleine machen durften und was nicht. Der April brachte direkt am Anfang vom Monat mit einem großen Knall eine weitere Roadmap für die kommenden Sims 4 Inhalte, welche schon mal das große Werewolves Pack für die Sims 4 anteasern sollte. Auf dieses Pack mussten wir trotzdem noch ein wenig warten. Als Überbrückung wurde ebenfalls im nächsten Monat das kleine Camper und Mode zum Verlieben Set veröffentlicht. Die Objekte des Mode zum Verlieben-Sets waren zwar wirklich schick, als absoluter Community-Favorit kristallisierte sich aber schon bei der Ankündigung die Baumodus-Ergänzung des kleinen Camper-Packs heraus. Hier konnten wir ähnlich wie mit dem Heimkino-Accessoire-Pack Filme auf der großen Leinwand ansehen und mit unseren Sims-Kindern im Garten den Grill anwerfen. Wenn ihr auf die Sims 4-Packs ordentlich sparen wollt, schaut gerne bei meinem Partner Instant Gaming in der Beschreibung vorbei. Hier findet ihr verschiedene Erweiterungen wie An die Arbeit, Hunde und Katzen oder Großstadtleben für teilweise bis zu 60% weniger. Nur 4 Tage später ging es weiter mit dem Werwölfe-Gameplay-Pack. Ein großer Community-Wunsch ging hier in Erfüllung. Viele waren zwar erstmal zur Ankündigung über das zugegebenermaßen sehr niedliche Design der Werwölfe irritiert, später bei der Veröffentlichung konnte das Pack allerdings mit einem durchaus detailliert ausgearbeiteten Erstelle einen Sim-Modus, dem Rudelsystem und der neuen Welt Moonwood Mill, einer alten Industrieproduktionsstadt, punkten. Auch das vorangegangene Gratis-Update mit einem normal großen Teleskop und Mondphasen kam gut an. Manchmal gibt es bei den Sims Phasen, wo absolut nichts Spannendes passiert, dann aber hauen die Entwickler wieder mehrere Packs hintereinander raus. So dann mit der Ankündigung des Highschool-Jahre-Erweiterungspacks, welches nur wenige Wochen später angekündigt wurde. Seine Sims zur Schule begleiten war schon immer ein großer Community-Wunsch, der endlich mit dieser Erweiterung in die Tat umgesetzt wurde. Im ersten Trailer gab es so viele Details, die von der Community positiv aufgefasst wurden. Die Bärte der Sims konnten endlich richtig wachsen, der Freizeitpark sah spannend aus und auch die anderen kleinen Details, wie sich aus der Wohnung der Eltern schleichen, der Abschlussball oder Social Media innerhalb von The Sims 4 ließen viele Fragen über die Umsetzung dieser Features aufkommen. Natürlich kam dieses Pack auch nicht ohne Leaks aus. Über die runden Wände und die Weltenkarte wussten wir schon vor der Veröffentlichung Bescheid. Etwas später dann die offizielle Bestätigung noch größerer Features in The Sims 4. Die Wünsche und Ängste und sexuelle Orientierung bei den Sims waren nicht die einzigen Neuerungen.
Auch der Altersbug kam mit diesem Update ins Spiel, mit dem die Sims plötzlich unkontrolliert älter wurden. Ach, die Sims 4 wäre nicht das Spiel, das wir manchmal hassen und lieben, wenn die Entwickler nicht regelmäßig krasse Fehler mit ins Spiel bringen würden. Weniger euphorisch waren wir bei den zwei neuen Sets, die dann im August angekündigt wurden. Das erste Outfit-Set brachte eher moderne Objekte für kleinere Sims. Mit dem Wüsten-Oasis-Set kamen insgesamt 27 neue Objekte in verschiedenen Farben ins Spiel. Eine Besonderheit gab es ebenfalls mit diesem neuen Pack. Bis zum 18. Oktober konnten wir uns dieses nämlich völlig kostenlos in unser Spiel laden, genauso wie das Basisspiel, welches ab diesem Zeitpunkt an kostenlos heruntergeladen werden konnte. Schon krass, wenn wir uns überlegen, dass das Basisspiel ganz am Anfang von The Sims 4 im Jahre 2014 für 60€ verkauft wurde. Das war aber nicht die einzige Überraschung im letzten Drittel dieses Jahres. Der große Behind the Sims Summit Livestream wurde schon einen Monat vorher offiziell von den Entwicklern angekündigt. Und so groß gehypt, dass sich viele Spieler nicht sicher waren, was wir hier erwarten sollten. Schon im Vorhinein wurden Hinweise auf eine mögliche Ankündigung des nächsten großen The Sims-Titels laut, die sich dann auch ein paar Wochen später im Livestream bestätigt haben. Der Stream war so professionell aufgenommen wie noch nie. Es wurde das große Baby-Update für 2023 vorgestellt, Einblicke in die nächsten zwei Erweiterungspacks für The Sims 4 geteilt, eine neue Plattform für Mods wurde präsentiert und als größte Ankündigung dann der große Knall. Von den Entwicklern Project René genannt, inoffiziell wahrscheinlich The Sims 5, konnten wir uns erste Spieleszenen im Baumodus ansehen. Ich bin beim Schauen des Livestreams beinahe ausgerastet. Dieser Stream war für viele Spieler wohl das absolute Highlight des Jahres. Damit sollte der Oktober auch der letzte große Monat für The Sims 4 in diesem Jahr sein. Im November konnten wir uns noch über das Pastellpop- und Krimskram-Set freuen, die einmal bunte und geometrische Objekte im dänischen Pastellstil sowie neue kleinere Deko-Objekte ins Spiel brachten. Im Dezember wollten die Entwickler dann aber Pause machen und haben bis auf einen Sims Delivery Express mit neuen Werbeinhalten nichts veröffentlicht. Vermutlich starten wir dann im Jahr 2023 mit vielen spannenden neuen Inhalten und möglicherweise auch der ersten Erweiterung direkt im Januar. Was war euer persönliches Highlight aus dem Jahr 2022? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.